Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich freue mich unendlich. Erstens, weil dieses Video, glaube ich, nur super schön einfach wird. Ihr kennt hoffentlich alle Mandy. Ich weiß nicht, ob ihr ihr folgt, aber sie hat schon ganz, ganz lange den Wunsch gehabt, Mama zu werden. Und haben es echt so oft probiert und es hat immer wieder nicht geklappt. Und ich glaube, da sind sie echt auch beide durch so eine schlimme Zeit und durch so eine schwierige Zeit gegangen. Und deswegen freut mich das wirklich umso mehr, dass es jetzt geklappt hat und sie jetzt auch schon, glaube ich, in der 16. Schwangerschaftswoche ist. Und ich dachte einfach nur, wie passend ist das? Ich mag Mandy so gerne. Ich mag, was sie ist. Sie ist schwanger und das freut mich so unendlich für die beiden. Dann drehen wir doch das Video, oder? Also auch sehr, sehr cool, weil sie uns da quasi alle teilhaben lässt an ihrer Ernährung, was sie da gerade so ist, was für Gelüste sie hat und ihre Schwangerschaftsupdates. Und ich bin da immer mit der Erste dabei, die da ihre Reels und Stories und alles guckt. Es ist einfach unfassbar schön, das mit anzusehen. Und ja, deswegen habe ich mich da quasi ein bisschen inspirieren lassen von einem ihrer Reels. Ich glaube, da war sie in der 14. Schwangerschaftswoche, ich bin mir gerade nicht sicher, jedenfalls sah das mega lecker aus. Kann ich alles genauso essen tatsächlich, was mich sehr freut. Und ja, außerdem freut es mich auch sehr, ich bin fertig mit der schlimmen Klausur für die Uni. Mich da ja entlang, ich habe über die letzten zwei Wochen so genervt, die ist rum, ist geschafft. Wie gut, müssen wir mal sehen, aber sie ist rum, ich habe mein Bestes gegeben und jetzt freue ich mich einfach, mich noch mehr wieder auf die Dinge zu fokussieren, die wirklich halt Spaß machen, als jetzt lernen. Und ja, hoffe, man merkt mir das auch an. Ich bin wirklich super erleichtert einfach nur. Jetzt mache ich aber erstmal Frühstück. Ich freue mich, weil es wird mega, mega lecker. Auch gerade noch für eingekauft. Zum Frühstück hat sie für mich erstmals Brötchen ganz klassisch gemacht. Mit, ich zeig euch mal gerade. Ich habe hier, ich glaube, das sind Arnes Lieblingsbrötchen, so Kartoffelbrötchen gab es da heute beim Penny. Habe ich mir mal mitgenommen, er wäre sehr stolz. Arne ist übrigens heute nicht da, der ist bei seiner Familie, Fußball schauen. Und ich genehmige heute einen Esstag mit euch. Das ist auf jeden Fall auch eine schöne Beschäftigung für den Samstag, finde ich. Dann hat sie dazu noch diesen guten Bresso gegessen. Das war aber nicht alles. Dann hat sie sich noch direkt danach, den bereite ich jetzt auch einfach schon direkt zum Frühstück vor, ich habe nämlich ordentlich Hunger, hat sie sich quasi einen Smoothie gemacht aus diesen Zutaten. Und zwar, wenn ich das gerade alles hier richtig gesehen habe, dann hat sie da einen Apfel verwendet, Kiwi, Orange geschnitten, dann eine Banane, gefrorenen Spinat und eine Mango. Mangostücke waren, glaube ich, drin. Und daraus basteln wir noch einen Smoothie. Freue ich mich voll. Ich hatte schon ewig keinen selbstgemachten mehr. Irgendwie kaufe ich mir die lieber faulerweise, als die selbst zu machen. Das ist eigentlich mega schade. Sollte ich mir auch mal vornehmen. Vor allem, weil wir jetzt so ein cooles Gerät dafür haben. Hier. Könnte man echt mal öfter machen. Vielleicht, wenn er mir gut schmeckt und davon gehe ich aus, mache ich die bestimmt auch öfter. Deswegen, wir machen uns jetzt diesen Smoothie. Ich freue mich sehr. Ja, meine Smoothie-Künste, die muss ich noch ein bisschen, die müssen noch ein bisschen aufgebessert werden. Der schmeckt nämlich sehr nach Spinat. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel reingemacht. Ich habe dafür offensichtlich noch gar kein Gefühl. Aber der schmeckt sonst, und das mag ich richtig gerne bei Smoothies, der schmeckt richtig gut säuerlich. Durch die Orange, die Mango, das schmeckt echt mega lecker. Wie gesagt, noch ein bisschen zu viel Spinat. Oh, immer dieses Innenleben, ne? Also ist nach wie vor immer das Beste am Brötchen. Und ich mag es, dass die Mandy einen Geschmack hat für guten Frischkäse. Ich mag nämlich Bresso-Frischkäse auch mit am meisten, weil sie so schön fluffig sind. Das ist der feine Kräuter. Hm. Oh ja, mega das entspannte Frühstück. Einfach und schnell, beziehungsweise der war natürlich ein bisschen aufwendiger. Man muss schon wieder, ich weiß, warum ich diese selten mache, man muss halt so viel schnibbeln. Dafür schmecken sie aber deutlich besser als die gekauften. Wobei die gekauften eigentlich auch ganz lecker sind. Also kann ich mal wieder empfehlen. Die habe ich auch während der Unizeit so oft getrunken. Allgemein, ich habe es euch ja schon so oft gesagt, aber auch hier schon wieder, ich habe so viel gegessen diese Zeit. Es war unglaublich. Ich hatte wirklich alle Stunden gefühlt schon wieder Hunger. Ich hatte abends, wenn ich bis um 9:30 noch gelernt hatte, dann um 10 noch Hunger, hab da auch immer noch was gegessen und auch nicht Snacks teilweise, sondern trotzdem noch eine Scheibe Toast oder so. Weil ich so Hunger hatte und auch jetzt gestern nach der Klausur. Ich hatte
so einen Hunger von wieder, obwohl ich vorher extra vor der Klausur nochmal einen Riegel gegessen hatte. Und trotzdem hatte ich dann wieder so übertrieben Hunger. Ja, das dazu. Können wir kurz darüber sprechen, wie geil der einfach auch nach Knoblauch schmeckt? Um dann mal kurz wieder hier drauf zurückzukommen. Zum Eigentlichen. Gut, da steht auch Knoblauch. Schmeckt schon sehr intensiv, aber ich will mich nicht beschweren. Ich mag Knoblauch. Doch, also finde ich sehr lecker. Hat die Mandy auf jeden Fall einen sehr, sehr leckeren Schwangerschaftsgelüste-Geschmack. Ich habe jetzt gerade ein bisschen hier klar Schiff gemacht, bisschen in der Küche aufgeräumt. Und jetzt wollte ich nämlich schon den nächsten Snack essen. Es gibt nämlich noch zwei Snacks vor dem Mittagessen. Liebe ich sehr. Also ich glaube, auch in der Schwangerschaft isst man einfach mehr. Und man isst einfach noch viel mehr mit Liebe und ist einfach noch enthusiastischer, weil man einfach so weiß, der ist immer so ein kleines Wesen in einem. Und ich glaube auch, da würde ich noch mal drin aufgehen, weil ich wüsste, da ist so eine kleine Sophie oder kleine Ahne drin. Also ich glaube, da würde ich nur noch essen und wäre auch motiviert, sowas wie Nüsse zum Beispiel zu essen, weil eigentlich esse ich das gar nicht so gerne. Mandy isst nämlich jetzt Pekannüsse und der Arne mag die richtig gerne, aber ich halt eher nicht so. Ich mache die mir immer ab und zu mal was Porridge drüber, habe ich euch ja schon oft erzählt. So auf Bowls mache ich das mal ganz gerne, aber jetzt zum Snacken würde ich halt Nüsse eher weniger. Aber wenn ich wüsste, es macht irgendwas mit dem Kind und es, weiß ich nicht, entwickelt sich doch nicht besser. Ja, da würde ich mir ja die ganze Tüte reinkloppen. Aber irgendwie ist es nicht so mein Fall, muss ich sagen. Aber wenn Mandy das so ist, dann machen wir das auch. Und dazu hat sie sich noch Paprika geschnitten und snackt das mit Hummus zusammen. Ich liebe ja Hummus. Ich glaube, gibt es Menschen, die keinen Hummus mögen? Ich finde es einfach richtig lecker. Und den hatte ich jetzt auch wieder beim Penny gekauft. Den hatte ich auch noch gar nicht ausprobiert. Ich bin ja ein kleiner Penny-Fan geworden. Bin mal gespannt. Das schmeckt richtig gut. Was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass da halt Zucker drin ist. Wenn ich Zucker brauche, dann hole ich mir den schon aus anderen Quellen genug. Brauche ich jetzt nicht unbedingt im Hummus. Also, er ist mega lecker. Aber irgendwie finde ich es immer ein bisschen schöner, wenn es halt relativ natürlich ist. Ich mag einfach Maultaschensuppen richtig gerne, das ist richtig heiß. Und ich liebe nach wie vor eure asiatische Maultaschenpfanne. Also die Oldies müssen sie noch kennen. Ich hatte die, glaube ich, vor einem Jahr oder so entdeckt. Wirklich, die Zeit rennt. Und meine Familie war von der richtig begeistert. Und ich habe mir direkt nämlich gedacht, aus den Resten, ich habe nämlich noch ein paar, mache ich morgen eine asiatische Maultaschenpfanne. Weil die auch so einfach geht. Aber jetzt erstmal hier die Maultaschensuppe. Mandys Geschmack ist einfach jedes Mal umwerfen. Auch mal so ein richtig random Fact hier nebenbei. Ich muss bei Maultaschen auch immer an meine Klassenlehrerin aus der 5. Klasse denken. Denn sie hat immer ein Freundebuch geschrieben. Ja, hat sie. Ich habe mir dann Post-it reingeklebt, weil ich so stolz war, dass meine Lehrerin da reingeschrieben hat. Jedenfalls war ihr Lieblingsessen Maultaschen. Oder ist das nach wie vor? Ich weiß es nicht. Aber irgendwo hat sie recht. Das ist wirklich sehr lecker. Als nächsten Snack, ich liebe es wirklich, wenn Menschen viel snacken. Und das tut Mandy auch in ihren Reels. Vor allem in der Schwangerschaftswoche hat sie sehr gesunde Genüsse, muss man sagen. Also wir hatten ja bisher Paprika, einen Smoothie, ein Brötchen, Maultaschensuppe und jetzt gibt es nämlich Birne. Ich mache mich jetzt auch gleich raus, nochmal hier dieses schöne Wetter genießen. Das habe ich echt die letzten Tage gar nicht gemacht. Ich war gefühlt nie draußen. Das hole ich jetzt mal nach und dann hole ich mir nämlich auch direkt im Wege auch direkt mein Abendessen mit. Und da freue ich mich auch schon voll drauf. Ich versuche es per Too Good To Go zu ergattern. Haben wir nämlich auch sehr oft drin. Das wäre cool. Und dann hole ich auch noch meinen Snack. Der ist auch sehr cool. Also auf heute Abend freue ich mich sowieso schon den ganzen Tag. Ich freue mich. Aber jetzt esse ich noch meine Birne weiter, dann gehe ich raus und dann sehen wir uns später wieder. Freunde, ratet wer mit gutem indischen Essen nach Hause gekommen ist. Das riecht richtig, richtig lecker. Ich kann euch auch gerade mal zeigen, das war der hier. Ich habe das jetzt doch nicht bei Too Good To Go mitgenommen. Erstens ist nämlich so blöd mein Handy ausgegangen. Ich hatte halt noch nicht bei Too Good To Go bestellt, wollte das halt dann relativ kurzfristig machen, spontan. Und dann ist es einfach wegen der Kälte schon wieder so früh ausgegangen und ich hasse das. Und ich bin so ein Mensch, der passt wirklich auf den Akku auf. Und mein Handy ist nicht mal ein Jahr alt. Das ging einfach schon so oft aus und das regt mich halt so auf, weil es war halt wieder wie heute so Situation, da war ich halt alleine und
ich kenne mich schon in Frankfurt aus, aber ab und zu wäre ich auch dankbar für ein Navi oder so. Und ja, konnte ich dann auf jeden Fall, deswegen war das hier ein sehr spontanes Ding. Ich habe einfach irgendeinen Inder genommen, den ich gefunden habe. Und deswegen, ja, habe ich mir jetzt einfach Essen mitgenommen und das werden wir jetzt probieren. Sie hat auf jeden Fall so eine rote Soße. Ich glaube, das war einfach diese Chicken Tikka Masala Soße, also diese rötliche. Und ich habe quasi Masala bestellt, aber quasi in vegetarisch, glaube ich. Und das, nein. Gut, das ist ein kleiner Fail. So sah Mandys Essen jetzt nicht aus. Mandy hatte nämlich das rote hier. Das ist ja, glaube ich, diese Masala-Soße, oder? Also ich glaube. Jedenfalls sieht das nicht so aus, aber gut. Aber schmecken tut es zumindest. Indisches Essen ist schon wirklich sehr, sehr lecker. Und das Naanbrot vor allem. Ich mag diese Konsistenz auch so gerne, deswegen liebe ich auch Wrap so. Wenn es so ein bisschen in der Art Pfannkuchen, aber Brotteig ist. So, es ist so die perfekte Kombi. Finde ich lecker. Muss euch nämlich auch nochmal sagen zur Handy-Story vorhin. Ich hatte ja dann bestimmt 1,5 Stunden kein Handy. Und ich wollte auch, wie gesagt, nicht umkehren, weil so abhängig wollte ich mich halt auch nicht vom Handy machen. Und es ist einfach so interessant, wie man sich dann... Also ich hoffe, ich spreche für die Mehrheit. Am Ende bin ich nur so Handy-addicted. Aber ich habe diesmal so auf meine Umwelt, also noch mehr als sonst, so wirklich zu 100% mich auf meine Mitmenschen konzentriert und habe bei Gesprächen so richtig random einfach zugehört. Eigentlich voll die Nervige, ne? Aber habe auch beim Zugfahren die Aussicht genossen, auch wenn es relativ dunkel war. Aber trotzdem habe ich rausgeschaut, habe dann auch noch kleine Kinder beobachtet, weil ich finde deren Verhalten auch immer voll interessant. Also diese süßen, verträumten Kinder. Ich finde das immer irgendwie ganz süß, wie die so in ihrer eigenen Welt sind. So, normalerweise hätte ich halt so was von am Handy gehangen. Es hat trotzdem irgendwo genervt. Also Anna hatte mir dann auch geschrieben, seht ihr, wie krank, ob alles gut ist, weil ich 2 Stunden nicht geantwortet hatte so. Weil ich ihm halt gesagt hatte, ich gehe spazieren. Es war schon dunkel, eigentlich ganz süß, ne? Aber da sieht man mal, es ist eigentlich so krass. Aber dann habe ich immer diesen Inder ausprobiert. Ich finde es wirklich lecker. Also mag ich. Schmeckt auch sehr nach Ingwer. Schmecke ich gerade. Also, Schlussregel hier. Ihr habt mein Wort. Toll ist es lecker. Also, ist empfehlenswert. Also, ich glaube, wir kommen jetzt persönlich zu meinem wohl Favoritenteil. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe so lange heute von diesem Donutstand überlegt, welchen ich mitnehme. Ich finde das immer ganz schön, sich da zu entscheiden. Ich glaube, ich habe ihn schon so genervt, weil ich mich 10 Minuten davor stand und er halt so, wissen Sie jetzt, was Sie wollen? Ich war so, nein, ich sag Bescheid. Es ist zwar wirklich super, super schwierig, aber ich habe mich jetzt letztendlich, sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Ja, ich habe den durch die Bahn mitgeschleppt und war noch mit dem Einkaufen. Ich habe mir so einen Donut, ich glaube, der ist auch gefüllt mit Schoki, hatte ich nämlich auch gefragt, weil auch die Füllung war für mich wichtig. Er meinte, alles ist mit Schoko gefüllt und das ist quasi so eine Kinder Bueno Glasur mit Erdbeer und einem Happy Hippo. Das Ding ist, ich glaube, so Kinder Bueno Glasur und auch auf der Waffel hatte ich das in Athen gegessen. Ich war richtig verwundert, weil seit wann gibt es Kinder Bueno Soße? Ich wusste, also irgendwie ging das an mir vorbei. Ich glaube, das ist relativ neu und muss ich deswegen direkt mitnehmen. Also ich finde, die haben das bisher auf der Waffel, haben die das so gut nachgemacht. Es hat wirklich nach Kinder Bueno geschmeckt, deswegen bin ich mal gespannt. Boah. Oh. Also das ist wirklich Food Porn. Also richtig schön fluffig und weich und I love it. Sollte mein Kind später eher so der salzige Snackmensch sein, dann ist es nicht mein Kind. Und wenn, dann kann ich es mir nur erklären, weil es 9 Monate nur Süßes hatte und deswegen genervt ist. Und deswegen Team salzig wird. Aber ansonsten, Mandys Baby lebt hier wirklich im 7. Himmel. Also ich muss sagen, ich kann mich nicht beschweren. Man kann durchaus wie eine schwangere Mandy essen. Super, super lecker gewesen. Steht auf meine Bedürfnisse für heute. Und ich bin nicht schwanger. Ich finde es bomb. Mega, mega lecker. Hoffe natürlich sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Habe ich tatsächlich zwar auch noch nie gedreht. Und ja, dachte mir jetzt aber, wo die Mandy schwanger ist,
ist das doch jetzt wirklich ein passender Moment. Ich freue mich, wie gesagt, sehr für die beiden. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag, eine schöne kommende Woche. Startet mir gut rein. Ist ja echt wenigstens immer noch sehr, sehr schönes Wetter. Wenigstens ist das gerade zufriedenstellend derzeit. Aber macht das Beste aus der Woche, zumindest probiert das Beste aus der Woche zu machen. Verliert nicht eure Lebensfreude. Bleibt mir gesund. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder zu einem neuen Video. Macht es gut, fühlt euch gedrückt und bis bald. Ciao.